So, da bin ich auch wieder, ihr lieben Spiel. Hallo. Ah, musste neu geladen werden. Jo, ich, Vollidiot, habe weitergemacht und fleißig kommentiert und habe vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Ba -bum, ba -bum, ba -bum. Da vorne steht Silvio und Bulko, die wollen mir jetzt gleich auf die Fresse hauen. Hier gab es einen Respawn von diesen vier Viechern. Und ja, irgendwie musste dann halt irgendwie alles neu geladen werden und das war sau ätzend und ekelhaft und naja. Ja, war echt. Also der Drache war echt brutal. Jetzt speichere ich hier nochmal ab, für den Fall, dass irgendwas passiert. Der Eisdrache ist tot. Und du gibst mir jetzt alles, was du bei dir hast. Ich denke ja gar nicht dran. Ich werde derjenige sein, der als Eisdrachentöter gefeiert wird. Ja, von mir aus. Eine kleine Rolle bei der. Mistsau. Sorry, aber Silvio kriegt jetzt erstmal schön auf die Fresse. Ah, Silvio ist tot und Bulko nicht. Da ist Okay. nichts zu machen. So, und jetzt? Versuch das ja nicht nochmal. Warte mal. Gut, du hast gewonnen. Sonst alles klar? Jetzt nicht, mir ist kalt. Verdammt, Silvio ist tot. Ja. Arschloch. So, den gebe ich hier noch mit. Drecksau. So, habe ich die Feuerwurzel übersehen oder? Keine Ahnung. Ah, hier war dieser Part. Dieser. Nicht Part, sondern Pfad. Hier möchte ich noch mal lang. So, den Eisran haben wir jetzt fertig. Das ist das Ende der Drachenjagd in diesem Kapitel. Mal gucken, ob wir noch irgendwas finden. Aber ich glaube, so richtig viel finden wir jetzt nichts mehr. Das Skelett hat sich verabschiedet. Ah, hier gibt es noch einige Drachensnapper. Na, kommt mal her. Buschi, komm her. Komm zu Papa. Ich hasse es in so Gebieten. Ich hasse es in so einem beengten Raum zu sitzen. Kann ich nicht irgendwie hier so ein bisschen mogeln, indem ich hier ein paar Eispfeile abschicke? Ich probiere es einfach mal. Vor denen habe ich, wie gesagt, immer noch starken Respekt. No, der kriegt einfach kein Ziel hin. Das gefällt mir natürlich nicht so wirklich. Da liegt eine Leiche, komm, esst! Oh. Ich habe gerade mit einem HP überlebt. Oh, Lacker, Lacker. Warte mal, ich kann doch mir noch bestimmt noch den einen oder anderen Mana-Trank reinpfeifen. So, sicherheitshalber mal abspeichern. Habe ich ein Level ab? Ja, habe ich sogar. Stimmt, als ich die vier Echsenmenschen geplättet habe, habe ich mich gefreut über mein Level ab. Und habe dann gemerkt, scheiße, die Aufnahme läuft nicht.
Lass mich raten, die Tafeln, die ich jetzt bekomme, Eschenbogen, sind bestimmt irgendwie so Sachen, die ich zwar ganz nett sind, aber die ich nicht brauche. Was war denn das für eine Spruchrolle? Da lag eine Feuerregenspruchrolle tatsächlich. So, was haben wir hier? Magie! Oh, geil! Mana plus 4. Und Einhandkampf. 102. Okay, gut. Macht ja nichts. Dann können wir vielleicht später doch den Meisterdegen ablegen. Ja, und wenn wir hier weitergehen, dann kommen wir da vorne halt raus, wo ich halt eben schon lang gegangen bin. Das bedeutet, ich könnte jetzt eigentlich zur Burg. So, und bevor es jetzt hier großartig losgeht, möchte ich auf der einen Seite das Auge Innos wieder aufladen. Super, dann ziehe ich das auch gleich wieder an. Das gibt mir nämlich gut Schutz. Ich habe immer noch keine Ahnung, was ich mit dem Drachenblut und den Drachenschuppen machen kann. Ich habe mir das ja angelernt, das war gar nicht mal so verkehrt, fand ich. Ja, Ausbeute an Drachenschuppen ist jetzt nicht wenig. Hier 38 Drachenschuppen, das Drachenblut ist auch nicht unbedingt wenig. Wo haben wir es dann? Boah, das Inventar ist echt grausam, einfach alles reingestopft. Flammenzunge, ich habe eine Flammenzunge, super. 7 Stück und ein Drachenei sogar. Tatsache. Jetzt gehe ich aber erstmal pennen. Wert von 200, das ist nicht wenig. Die Frage ist nur... Ich habe alle Drachen getötet. Das ist ja toll. Interessiert mich aber nicht sonderlich, wenn ich ehrlich bin. Jan, ich sagte cool. Dir ja bereits, ich stelle lieber Waffen her, als selbst loszuziehen, um die Drachen zu töten. Eine Sache jedoch könnte mich schon interessieren. Wenn du mir Drachenblut besorgen könntest, würde ich einen hohen Preis dafür zahlen. Ganz deiner Meinung. Ich habe Drachenblut für dich. Das ist klasse. Verkauf mir alles, was du hast. Von mir erfährt keiner was. So ist es eh nicht. Mhm. Kann ich bei dir eine Rüstung kaufen? Ein Magier, der eine Rüstung haben will? Nein, du solltest einen Schneider aufsuchen. Ich kann dir keine Rüstung machen. Schade. Wo kommst du her? Ich habe mich ein paar Männern aus dem... Ihr Anführer hieß Silvio. Junge, war das ein Arsch. Er hat mich behandelt, als wäre ich sein eigen... Ja, ja, den Silvio, den kennen wir. Was ist in der Burg alles passiert? Nichts, was ich mitbekommen hätte. Allerdings mache ich mir Sorgen über... Naja, vor der Burg und Pipapo und ja, blöd gelaufen. Alle Drachen sind tot. Gut gemacht. Wenn wir mehr Leute wie dich hätten, dann wäre es wahrscheinlich nie so weit gekommen. Super. Gut, kann ich den Jungs irgendwie nochmal Bescheid geben, dass hier jetzt mal ein bisschen Ruhe herrscht? Hast du neu? Die Drachenjäger sind an. Sie wirken. Okay, der hat nichts Besonderes. Ja, das Drachenbuch war ganz. Das Drachenblut war, hat schon. Doch, war in Ordnung. Hey. Hat ordentlich Kohle gebracht. Die Orks sind sehr beunruhigt. Irgendetwas hat ihnen einen Mordschrecken eingejagt. Das spüre ich. Ah ja, ihr Anführer ist halt im Arsch. Und die Drachen sind halt im Arsch. Die merken schon, dass wir ordentlich hier den Hintern versohlen, diesen Lümmeln. Ganz deiner Meinung. Tja, blöd gelaufen, ne? Ihr müsst ja die Menschen angreifen. Aber nein. Meinst du, mir geht es besser? Lass ich lieber die Finger. Hey. Gibt's was Neues? Wenn du Neuigkeiten erfahren willst, dann frag die Ritten. Ah ja, stimmt. Genau. Der heult ja nur rum. Nye, 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 nye. Irgendwelche noch. Ja, du bist unser Held. Alle Drachen auf einmal loszuwerden, ist schon eine beachtliche Leistung, würde ich sagen. Ja, wir sind Helden. Das ist Helden.
Und sonst? Ach, lass mich in Ruhe. Ich mag den nicht. Hier, Garon, können wir dir mal in den Arsch treten? Hier? Ha? Ich habe Neuigkeiten über die Drachen. Berichte. Ich war in der westlichen Eisregion und habe den Eisdrachen dort zur Strecke gebracht. Das sind gute Neuigkeiten. Niemand darf gegen die göttliche Ordnung verstoßen. Alle Drachen sind tot. Alle? Das Böse ist also endgültig besiegt? So steht es in der Nein, leider noch nicht. Es gibt da noch ihren Anführer. Das wird sich nie Waren die Drachen nicht die Anführer der Orks? Ja, schon. Aber auch sie haben ihren Meister. Wir müssen auch ihn beseitigen. Ich kann hier verdammt nochmal nicht weg. Ich muss das Erz sichern. Und die verfluchten Orks sind auch noch da. Du musst dich allein darum kümmern. Ich kann dir nicht helfen. Möge Inos dich schützen. Genau das habe ich auch gesagt. Gut, super. Wir haben hier jetzt, sind jetzt der große Held und alles ist super und die haben jetzt ordentlich, ja, die sind jetzt schön ruhig. Das ist gut. Das, was der auf dem Rücken hat, sieht auch ganz interessant aus, aber ich bin eigentlich so ganz glücklich. Wollte ich nicht pennen gehen und mich ausruhen? Ja, sollte ich mal machen. Hast du mir noch irgendwas zu sagen? Nö, ne? Anstatt, dass er mir mal irgendwas gibt oder so? Nein, ja gut, macht nichts. Wir haben ja jetzt mehr als genug Kohle. Ich will mich da nicht beklagen. Ich könnte natürlich jetzt herumteleportieren, aber ich denke mal... Mit 7.400 Gold, Lecco mio. Mit knapp 10.000 Gold. Für Inos. Ja, für Inos. Sind wir eigentlich sehr, sehr gut bestückt. Ich laufe mal durch dein Schwert, ne? Super. Ich laufe hier nochmal durch. In der Hoffnung, dass ich Dingsbums. Dass es irgendwo einen Respawn gibt, aber ich befürchte nicht. Das wäre nämlich schön, noch ein paar XP zu kriegen. Wie viel XP brauchen wir denn jetzt? Boah. Wir brauchen 15.000 XP brauchen wir. Das ist natürlich kein Pappen. Das ist natürlich schon ein ordentliches Ding. Aber hier ist ruhig. Ne? Also kannst du sagen, was du willst. Hier ist Ruhe im Karton. Und wie viele Lernpunkte haben wir? Immer noch 47. Ja, das ist schon geil. Auch hier lang durchs Wasser, dann bin ich kürzer, obwohl na komm, ist egal. Ne, hier ist Ruhe, wir haben alles abgeklappert auf wirklich legalem Wege, ohne irgendwie uns Zauber zu spammen oder Zauber zu ercheaten oder sonst was. Ziemlich nice, ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich das mit dem Spiel so gemacht habe. Das Minental ist leer. Soweit ich das beurteilen kann, haben wir auch wirklich alles geklatscht. Das Wasser ist so laut. Mensch, das geht doch nicht. Ja, geil. Und ich glaube, wenn wir jetzt hier fertig sind, dann kommt Kapitel 5. Direkt. Kapitel 5 ist Unkraut brauchen wir nicht. Na gut, ich hätte mich auch teleporten können. Weil wenn ich sowieso nochmal so eine Art Aufräumen-Run mache, um im vorletzten oder im allerletzten Kapitel einfach nochmal zu gucken, dass ich überall Respawn rausnehme in den Kapiteln, dann ja,
Dann hätte ich mir einen ganzen Weg auch sparen können. Biff! Wie? Hm. Ich zahl. Na schön. Stimmt, den hätte ich jetzt mitnehmen können für die anderen Drachen. Ich denke, wie du meinst. Ja, komm. Den haben wir jetzt einen Huni gegeben, das passt schon. Den hätten wir jetzt mitnehmen können. Was war das denn für eine quietschende Bremse? Ach, kann jemand auf sein Auto nicht aufpassen? Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt gemacht, was wir müssen. Haben alles hinter uns gebracht und ich nehme jetzt auch den Teleportweg. Wo willst du? Bring mich über den Pass. Geh doch einfach. Da drin ist es so dunkel. In Ordnung. Ich danke dir. Gut, komm mit. Hallo. Hey, du. Na gut, dann halt nicht. Wer nicht will, der hat schon. Müsste jetzt gleich so ein Kapitelumschwung kommen, ne? Ja, Kapitel 5. Aufbruch. Talbim, hallo? Wolltest du nicht mitkommen? Nein? Okay, dann nicht. So, jetzt sind wir wieder zurück in Corinus. Sieht für mich aber recht leer aus. Ja, super. So, ich muss jetzt mit Xardas schwätzen, aber ich glaube, der ist weg. Ich glaube, das wird Lester mir jetzt gleich sagen. Der gibt mir jetzt, glaube ich, eine Rune. Da haben wir doch schon jemanden. Hör zu. Klappe zu, Affe tot. Na, super. Oh, hier gibt es aber ordentlich Respawn. Alter, was geht denn hier ab, ey? So, das war's mit dir, du Mistvieh. Talbim! Hey! Der Pass war doch... Ich danke dir. Hier, ich habe diesen unbearbeiteten Stein auf dem Pass gefunden. Ich vermute, es ist ein... Möge inner... Cool! Danke! Talbim, hör auf! Hör auf! Aus! So, das war's mit dir, du Mistvieh. Also ist doch, ich werde nicht den Teleportweg gehen. Hier gibt es einiges zum Respawn. Wir sind wieder ordentlich Viecher unterwegs. Bedeutet, wir werden uns jetzt noch ein bisschen diese wir werden uns in dem Part jetzt noch mal ein bisschen die Gegend erkunden. Klar können wir natürlich rushen, aber brauche ich eigentlich nicht. Hallo Garn, wo hast du das Rasen gelassen? Dein Kumpel Rasen. Mana plus, oh Innos, du bist der Hammer, ey. 179 Mana. Wenn ich zwei Söhne haben sollte, nenne ich den einen Rasen und den anderen Garn. Haha, dann rufe ich Rasengan! Ich will die XP! Was kommt darauf?
Es wird immer verrückter. Das Jagen hier oben wird... Gut. Ich kümmere mich drum. Das ist die Frage... Wir sind nur zwei, ne? Taschendiebstahl, Taschendiebstahl. Was machst du nur mit dem Taschendiebstahl? So, hier gibt es zwei von den Viechern. Hier gibt es wieder Respawn, Respawn, Respawn. Yay. Yay. Super. Hallo Suchende. Ich habe keine Ahnung, was du da machst, aber ich habe hier was für dich. Natürlich. Ich muss mich sowieso nochmal auf die Suche nach diesen Typen begeben. Eine Nachricht, Gift der Blutfliegel, Lieferung, Nachricht, Pyrokas magischer Brief. Oh, hier gibt es wieder ordentlich Respawn. Da muss ich mir jetzt mal kurz irgendwo aufschreiben, was für Typen da denn jetzt noch... Wie heißt's? Auf die Backen wollen. Nee, das kann ich jetzt nicht nehmen. Wo habe ich denn jetzt mein Notizbuch hingelegt? Och, wieder ganz weit weg. Ah, das ist schon ein bisschen nicht der Held manchmal. So, da muss ich mal gucken, was für Besessene wir schon gerettet haben und was nicht. So, ich glaube, den Fernando haben wir, ne? Den Vino haben wir auf jeden Fall auch. Den Malak auch. Gut, den Bromo haben wir auf jeden Fall auch. Engrom. Ich glaube, den Engrom haben wir. Beim Randolph bin ich mir nicht sicher. Okay, Sekob und Brutus. Das bedeutet, wir müssen nochmal ins Mintal. Wer ist denn nochmal Engrom? Warte mal, hatte ich den nicht noch? Ich glaube, ich hatte den. Das war dieser eine Verrückte. Ich weiß nicht, wer Randolph ist. Das ist ein Bauer. Das ist auch ein normaler Bauer. Das ist auch ein normaler Bauer. Wen haben wir hier? Hey, Malak. Du. Hey, du. Gut. Ich habe dich abgezogen. Hey, du. Wie sieht's aus? Ganz gut. Ich habe nur immer noch diese miesen Kopfschmerzen, obwohl sie schon besser geworden sind, seit ich nicht mehr im Minental bin. Ich bleibe erst einmal hier. Dann weißt du, wo du mich finden kannst, wenn du mich brauchst. Alles klar. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Ich habe gehört, du kannst Rüstung aus Crawler-Platten herstellen? Stimmt. Von wem hast du das gehört? Ein Jäger namens Gestart hat mir davon erzählt. Kannst du mir so eine Rüstung herstellen? Klar. Bring mir 10 Crawler-Platten. Dann mache ich dir eine.
Wie viel willst du dafür haben? Das ist wirklich nicht. Ach, lass gut sein. Ich mache sie dir umsonst. In der alten Zeiten willen. Na, Wolf, du bist in Ordnung. Bring mir bei, wie. Ganz einfach. Die Rückenplatten sind warum an den Rändern nicht mit dem Körper verwachsen. Nimm einfach eine scharfe Klinge und schneide sie heraus. Ich meine, die drei Lernpunkte können wir ruhig mal investieren. Sag ich ja. Wenn wir jetzt noch ein paar Crawler finden sollten, dann können wir die ja ein bisschen, dann können wir die ja ein bisschen abschlachten. Ich glaube, so viele brauchen wir nicht. 10 Platten ist echt fast gar nichts. So. Alles in klar. Gut. Super. Bauer, Bauer. Und was ist mit dir? Ist auch ein Bauer, okay. Benga. Erstmal speichern. Wir können nämlich wieder ganz vielen Leuten Taschendiebstahl. Es wäre einfach. Das wird schon. Malak ist zwar wieder da, aber ich bin kein Wunder geschieht. Naja, passt schon. Kommen wir mal wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurück. So, wir haben hier alles. Gehe ich jetzt hier runter, gehe nochmal auf den Bauernhof. Vielleicht kann ich da noch ein paar Leute um ihre Geldbörse erleichtern. Oder ich gehe direkt... Richtung... Dingsbums. Ja, ihr seid böse und euer Blick und Pipapo und... Naja. Dein Meister. Dein Meister hat einen ganz schönen Rappel. Der untote Drache wird natürlich mal wieder eine schöne Geschichte. So, haben wir hier irgendwas außer ein Bett? Nö. Keine Ahnung, wo jetzt überall noch Suchende auftauchen. Aber ich finde es eigentlich ganz cool, wenn da wieder ein bisschen Respawn ist. Dann mache ich aber die Parts auch nicht ganz so lange, weil ich weiß nicht, so irgendwie ist jetzt der Dampf raus. Liegt vielleicht auch daran, dass ich schon ziemlich viel aufgenommen habe. Bin ja immer noch in der einen Aufnahme, habe zwischendurch ein Stündchen Pause gemacht, um ein bisschen was zu essen, aber so richtig, ja, so richtig Pause ist es ja nett, ne? Also von daher hält sich das alles noch so ein bisschen in Grenzen. Wir können auch nur einmal am Tag beten. Also wir können mehrmals am Tag beten und auch spenden, das ist überhaupt kein Problem. Aber nur einmal am Tag bringt es was. Von daher... Oh. Das hat mich jetzt so ein bisschen erschreckt. Hey, du. Was willst du? Gar nichts. Lass mich einfach in Ruhe. Sorry. Ich habe alles, was ich brauche. Gibt es hier in dem Tal noch irgendwas? Nö, ne? Kein Respawn. Okay. Gut. Also, ich werde jetzt nicht alles explizit stark abklappern. Aber auch nicht hier alles mit Teleporten irgendwie durchrushen und im letzten Kapitel nochmal abgrasen. Sondern werde jetzt einfach mal überall mal hinlaufen, mich mal so ein bisschen umhören mit den Leuten, den wichtigen Leuten mal ein bisschen Hallo sagen und mal gucken, ob ich den einen oder anderen NPC noch um seine Geldbörse erleichtern kann. Das wird in den nächsten Parts so ein bisschen auf uns zukommen. Ja, ich werde das nicht rausschneiden. Und der nächste große Schritt in der Story wird sein, zu Pirokar zu gehen und ein bisschen mit dem zu quatschen. Vielleicht auch zu Xardas mal gehen. Der Lester wird mir da einiges beibringen. Kord, Bruder.
Patrick ist wieder da. Ja, Mann. Daran habe ich schon nicht mehr geglaubt, du. Hey, tu mir einen Gefallen. Ja? Spar dir deine Dankesrede. Ich wollte mich gar nicht bedanken. Sondern? Dir nur sagen, dass du ein verfluchter Teufelskerl bist. Bleib sauber. Alles klar. Ich glaube nicht, dass ich schaffe, dem irgendwie... Es wäre schwierig. Na warte, du dreckiger Dieb. Ja, das habe ich mir gedacht. Das wollte ich nämlich nicht. Bleib sauber. Cooler Typ. Okay, der hat mir nichts zu sagen. Dem muss ich noch sagen, dass Bulko, der liegt tot im Schnee. Wie geht's dir? Ich habe gehört, dass irgendwelche Schergen sich auf Lobards Hof breit gemacht haben. Vielleicht sollte man ihm helfen. Steck die Waffe weg! Schergen auf Lobards Hof. Hat er jetzt einfach den Typen hier Wo kommen die Suchenden denn alle her? Lobard ist doch der erste Bauer. Da haben sie Schergen breit gemacht. Das wundert mich. Ich meine, darum hätte ich mich gekümmert. Lobard ist der Bauer vom ersten Teil. Den habe ich ja besonders ins Herz geschlossen. Du hast das nicht gewusst. Hey, du. Wie steht's? Gut, Inno sei mit dir. Danke. In der Stadt ist Unsinn. Wir machen nichts, außer das, wofür wir hart gearbeitet haben, zu verteidigen. Es ist doch so. Der Krieg wird auf dem Rücken der Bauern ausgetragen. Aber Ona ist nicht mehr bereit zuzusehen, wie der König uns ausblutet. Alles klar. Torloff. Hast du was zu tun für mich? Hast du diese schwarzen Kapuzentypen hier vorbeischleichen sehen? Mir sind die Typen nicht ganz geheuer, sage ich dir. Als ich damals noch zur See gefahren bin, habe ich ja schon einige seltsame Dinge gesehen. Aber diese Kerle machen mir Angst. Sie sind in Richtung des Banditenlagers in den Bergen am südlichen. Das Beste wird sein, du gehst da mal nach. Einige der Söldner sind weg? Silvio hat sich ein paar von den Jungs mitgenommen und ist über den Pass verschwunden. Es wird gemunkelt, dass es dort Drachen geben soll. Als er das gehört hat, war er nicht mehr zu bremsen. Wer weiß, so eine Drachentrophäe bringt auf dem freien Markt sicher eine Menge Gold. Für mich ist das nichts. Ich bin Seemann. Ich gehöre aufs Meer und nicht in einen stickigen Drachenbau. Alles klar. Gut. Torloff hat Angst vor den schwarzen Männern. Immer wieder das Gleiche. Wie bist du? Ich bin mit Silvio. Was denkst du über Silvio? Der Typ ist gefährlich. Und viele der Söldner, die mit ihm hierher gekommen sind, hören auf ihn. Leg dich besser nicht mit ihm an. Ja, der liegt im Schnee. Was denkst du über Lee? Ich glaube, das Einzige, was Lee wirklich interessiert, ist, von dieser Insel runterzukommen. Er will aufs Festland. Hat da wohl noch eine Rechnung offen. Jedenfalls versteht er sein Handwerk um Längen besser, als Silvio das jemals könnte. Ja. Außerdem ist er ein guter Anführer. Die meiste Zeit kann man hier machen, was man will. Welche Waffen? Nur die besten. Gut. Schön, dass du da ein paar Sachen hast. Ja, Berserker-Axt ist natürlich hart, ne? Aber wir sind kein Zweihänder. Die Echsenmenschen verteilen Dracheneier übers ganze Land. Das hätte ich mir denken können. Es wird Zeit, dass wir hier verschwinden. Hast du recht. Kannst du mich... Ich kann dir zeigen, wie... Allerdings habe ich nicht die Zeit, dir auch noch die... Sobald du eine gewisse... Okay. Gone! Hey. Entspannst du dich? Klar, warum nicht? Die Drachen sind doch tot, oder?
Der Fall ist ein wenig komplizierter. Tja, wie immer. Sag Bescheid, wenn du meine Axt brauchst. Immer, immer. Entspannt. Klar, der Fall... Tja. Also, wir können hier ein paar Leute echt mitnehmen. Das wird auch später, das wird auch in diesem Kapitel die Aufgabe werden. Aber kein Problem, das kriegen wir hin. Interesse an weiteren alten Münzen? Sicher. Ein paar. Danke. Gut. Gehst mal schnell zu den Bauern als ehrwürdiger Magier und klaust denen erstmal das Zeug aus den Taschen. Okay, Torloff hat also Angst vor den schwarzen Männern. Der Typ da hinten, weißt du, der ist so am Gammeln. Der ist nur am Gammeln, ey, ich schwör's dir. Na warte, du dreckiger Dieb. Entschuldigung, das wollte ich nicht. Ja. Interesse sich ein. Gut. Wegen Bulko hast du jetzt ein paar Schafe weniger. Was erzählst du da? Wer ist Bulko? Einer der Söldner. Was interessiert mich das? Wenn er sich an meinen Schafen vergriffen hat, wird er sich... Was belästigst du? Na gut. Ich hab den ein... Klar, das ist doch so. Sevio ist über alle Berge und hat die halbe Mannschaft mitgenommen. Mir egal. So habe ich eine größere Chance, bei Lies Jungs was zu werden. Mir fehlt nur noch der Knaller. Wenn ich einen Beweis erbringen könnte, dass ich ein richtig harter Kerl bin, könnte ich vielleicht sogar zu Lies Leibgarde aufsteigen. Wie soll das aussehen? Ich weiß nicht genau. Irgendeine Ork-Trophäe wäre nicht so schlecht. Sowas wie ein Zeichen der orkischen Anführer oder so. Eine Standarte, ein Armreif. Oder Ring oder ähnliches. Na, mal gucken, mit so was viel finde. Weniger kann ich hier keinen Eindruck schinden. So viel ist schon mal klar. Gut, dem können wir da irgendwas bringen, wenn wir was finden sollten. Gucken wir mal. Hallo Bauern! Ja, die sind gerade ein bisschen angespannt. Keine Ahnung, warum die mich alle angucken. Wie kam es zu dir? Der größte Teil von uns ist Mitglied, aber einige der... Sie kamen... Gut. Warte mal, gibt's irgendwas Neues? Silvio ist endlich abgezogen. Nachdem er von den Drachen gehört hat, ist er mit einem Teil seiner Jungs in die Minenkolonie aufgebrochen. Er war wohl der Meinung, da wäre mehr zu holen. Na gut, Tekla. Wie könnte ich einem Vertreter Innos eine Bitte abschlagen? Oh. Kann ich noch... Ich hab nichts mehr. Nicht mal ein kleines... Nein. Kann ich den Topf auslecken? Jetzt hör aber auf. Wenn du so wild bist auf den Eintopf, dann musst du auch was dafür tun. Gerne. Geh zu Sagitta, der Heilerin hinter Seekops Hof, und bring mir ein Päckchen mit Kräutern von ihr. Wenn du mir die Kräuter bringst... Alles klar. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Oh, die ist lieb. Wer erzählt denn sowas? Oh, Teklas Eintopf ist cool. Der ist toll. Das ist ein spezieller Eintopf. Der gibt nämlich Stärke. Plus eins. Sagitta müssen wir. Super, dann wissen wir auch, was wir zu tun haben. Raul! Aufs Maul für Raul! Meine Meinung will ja keiner hören. Immer schön speichern, man weiß ja nie, was abgeht. So, willst du dich jetzt bei mir... Ich hab noch nicht vergessen.
Ich hab nur nicht vergessen, was du mir angetan hast. Wieso? Warum er sich so aufregt. Gunnar! Ich wundere mich über gar nichts. Wie sieht's aus? Hinos sei mit! Alles klar. Es gibt schön EXP. Oh, wie fein. Da hau ich mir Centenas Goldmünzen rein. Oh, es wäre gewagt. Und wir. Hier kommen selten Leute vorbei, außer dir. Ja, du kannst mich auch mal am Arsch lecken. Fester! Hey! Ich will jetzt nicht bei jedem Taschendiebstahl speichern. Gut, passt. Die erwischen mich nicht, während ich sie abziehe. Haha! Bäuerin und ein Bauer? Ja, ich lasse die mal ihre Arbeit machen. So, wollen wir mal gucken. Seekopf ist besessen. Da sollte ich mal was fressen, denn Seekopf ist besessen. Teklas Eintopf 4, Stärke plus 1 und Lebensenergie Bonus. Gibt aber nur... Also Lebensenergie Bonus ist halt 20 LP regeneriere ich und plus 1 Stärke. Nicht schlecht, Herr Specht. Ich habe Teklas Eintopf, den werde ich jetzt fressen. Denn zum Seekopf gehe ich, denn der ist besessen. So, wo habt ihr denn die Mädels gelassen? Bronco! Na? Nicht die Söldner holen. Hörst nicht schlagen, bitte. Ich gehe auch wieder arbeiten. Kleiner Lappen. Ich wollte nur deine Taschen leeren. Hey, du. Lass dich nicht unterkriegen. Von euch Magiern sieht man immer weniger. Ich hoffe, dass du nicht der Letzte bist. Wir brauchen euch. Jetzt mehr denn je. Da hast du recht. Die sind alle total lieb. So, hier fehlt doch jemand. Sonst alles. Ich kann nicht klagen. Du Lümmel. Seekorb. Na warte. Das werde ich dir zeigen. So, gerade versuch mich mit bloßen Fäusten anzukreuzen. Och, Bromor, du bist echt noch blöder als die Polizei erlaubt. Und wo sind, lass mich raten, wegen deiner Besessenheit? Seekopf, der Menschenschinder heißt der, ja, diese Drecksau. Darüber reden wir noch. Nein, reden wir nicht. Hey, ist ja schon gut, Du hast ein Problem. Ja, genau. Du bist mein Problem, dreckiger Magier. Verschwinde endlich, sonst werde ich dir die Haut ab... Ein schwieriger Fall. Arschloch. Ein schwieriger Fall. Du dreckiger Magier. Diese Mistsau. Am liebsten würde ich ihn ja umbringen, ey. Arschloch. Weißt du, die sind alle so lieb zu uns und dann kommt diese Mistsau einfach an, ey. Als wenn es voll der Herrscher, als wenn es voll der Babo wäre. Ja, zwei Suchende, ist klar, übertreib doch mal. Drei! Mehr davon, bitte! Na, kommt her, komm auf. So, komm her. Das war dumm von mir. Das habe ich früher auch gemacht. Warte mal. Zeig mir deine Waffe. Die Auswahl ist. Ja, so bestimmt irgendwas Besonderes.
Nee, hat er nicht. Heilkraut. Gut, blöd gelaufen. Ist halt doof, dass er direkt den Dingsbums angegriffen hat. Meine Lernpunkte will ich... Bei dem können wir bis 200 Stärke lernen. Das ist eigentlich ganz nice. Aber wie gesagt, Orkschlechter ist halt die stärkste Einhandwaffe und für 10 halt noch so viel in Stärke reinbuttern. Ich weiß nicht, ob ich das möchte. Ich bin eigentlich so, wie es ist, ganz zufrieden. Was hältst du von der Sache mit den Drachenjägern? Die Jungs können eine Menge Gold absahnen, wenn sie nicht dabei draufgehen. Ich selber halte mich lieber an Lee. Gute Einstellung. So ein bisschen müde bin ich schon. Ne? Ich bin heute sehr früh wach gewesen. Einfach mal 4 Suchende auf dem Weg. Ist klar. Ist natürlich schade, dass der eine Suchende halt. Aber neu laden ist jetzt auch nicht so geil. Hier in der Höhle. Ich weiß nicht, ob in den Höhlen Respawn ist. Das mache ich in aller Ruhe nochmal. So, das erste, was ich mache, ist... Bauer und Orlan. Ich weiß nicht mehr, wem man noch glauben kann. Sag klar. Bruder des Rings, jo, hat aber nichts Besonderes. Okay. Könnte hier eigentlich pennen gehen, aber ist die Frage, ob ich das wirklich brauche. Eigentlich nicht. Auf der anderen Seite doch, ich gehe jetzt hier pennen, dann bin ich voll und dann kann ich bei dem Dingsbums, bei dem Schrein wieder beten und vielleicht kriege ich ja dann wieder irgendwas, was mich so ein bisschen hoch pusht. Irgendeinen Statuswert. Stärke, Geschick wäre ganz geil. War Randolph nicht der eine Typ von Akil? Ich meine, jetzt wo ich den Ruka sehe, haben wir ja den geholfen, dem das Wettsaufen irgendwie zu gewinnen. Ich meine schon, ich bin schon wieder viel zu lange im Aufnehmen, 48 Minuten. Das geht so nicht, Sashi. Das geht so nicht. Yes! 180, das bedeutet, wir können aktuell können wir drei Wächter erschaffen. Mit einer Mana-Ladung, das ist eigentlich ganz nice. Ja, doch, es läuft. Es läuft eigentlich ganz gut, ne? Wenn man alles so macht, wie ich es halt gemacht habe. Ne? Stärke so gut es ging runtergesetzt und so ein Scheiß. Wenn man halt wirklich am Anfang die Lernpunkte setzt und am Ende halt sparsam damit umgeht, kann man da ordentlich... das eine oder andere raushauen, ne? Hey, du! Hier, Meister Isagroth, ich bin jetzt hier dein Chef. Möge Innos... Hey, du! Zeig mir deine... Oh, du hast wieder Zeug. Geil! Alles nehmen, alles nehmen. Ja, so viel zum Thema alles nehmen. Angst brauche ich nicht. Licht habe ich, das bedeutet, das kann weg. Ich habe einen Wächter, also brauche ich kein Goblin-Skelett. Pasmintal, Corinus, Dämonenturm. Mintal, Corinus, Dämonenturm. Xardas, Taverne, Hafenstadt, Mintal,
Mintal. Dann kann die Rune weg. Ja, die brauche ich eigentlich alle nicht, aber die sind halt cool, ne? So, Zweihand weg, Schlachtaxt weg, 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 Eschenbogen weg, Armbrust weg, Armbrust weg, Jagdbogen weg, 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 warte mal, was habe ich denn da jetzt verkauft? Bogen, okay. Was es mit dem schwarzen Erz auf sich hat, weiß ich immer noch nicht. Aber ich möchte hier den ganzen Mana-Zeug von dem holen. Ich will jetzt erstmal den ganzen Scheiß hier weg haben. Weil irgendwie... Einen Sextanten, den behalte ich mal. Ein goldener Ring, Schatulle... Blutgeld. Möge Innos allzeit über dich wachen. Hey, du. Gut. Zeit. Ja, so schnell wird man sein Geld los, ne? Schatulle, goldene Halskette, geweihtes Wasser, behalte ich mal. Drachenei, das kann ich eigentlich alles behalten. Was habe ich denn hier für Feuer? Großer Feuerball, vergessen, das brauche ich, das... Schwere Wunden heilen, ja. Licht kann weg. Eisfall kann weg. Ansonsten habe ich nicht viel, was weg kann, ne? Feuerläufer kann weg, Gürtel der Stärke kann weg. Seelenruf-Amulett, Ring der Verteidigung kann weg. Das behalte ich mal. Was kann denn hiervon alles weg? Auch nicht so viel. Ich muss mal gucken, was ich da echt loswerden kann. Vor allem, was hat denn Wert? Goldener Teller, Stängel Sumpfkraut kann komplett weg. Gold. Möge ihn. Ich will mir auf jeden Fall alles von ihm holen. Ja, kaum bist du in Kurinus und die Händler haben wieder respawned, schon kommst du wieder auf Probleme. In Geldnot. Aber die Mana-Tränke sind auch einfach sau wichtig, ne? Alter, was hat der denn auf einmal so viel Mana-Tränke? Habe ich den beim letzten Mal vergessen? Der hat 50, ne? 40 kostet so ein Ding. Das bedeutet, ich kann mir jetzt 5 kaufen. Ach du Scheiße. So was, das mache ich im South Park-Modus. Im Zeitraffer. Dann sollte es kein Problem sein. Hey, du. So, zeig mir deine Ware. Zeig mir. Nein! Oh ja. Ich
will mir echt von dem Zeug viel holen. Das ist doch grausam. Warum bin ich denn so darauf versessen? Ich habe wirklich fast nichts dabei. Oh, die Drachenschuppen sind natürlich ordentlich was wert. Die Frage ist, wem kann ich die noch geben? Schwarze Perle. Da muss ich erstmal gucken, was mit dieser schwarzen Perle auf sich hat. Die Flammenzunge ist natürlich auch nice, aber die brauche ich. Verwandlung in Feuerbrand. Das, diese ganze Verwandlung werde ich jetzt mal los. Wolf rufen brauchen wir nicht. Skelett erschaffen ist vielleicht gar nicht mal schlecht, aber diese ganzen Verwandlungen, Drachensnapper, Feuerwaran, Feldler, Lurker, ist zwar ganz nett, aber... brauchen wir halt alles nicht. Wir können uns zwar in so ein Monster verwandeln, aber ganz ehrlich. Und ich bin wieder pleite. Dafür habe ich jetzt... hat sich gelohnt. Ich habe jetzt richtig viele Mana-Tränke. Jo. Komm, weißt du was? Ich beende jetzt einfach mal den Part. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.